So, wie kriegen wir jetzt die hier weg? Es geht ab. Deinesgleichen hat hier nichts verloren. Machen wir ihn fertig! Alles da! Schnappt ihn euch! Ach. Ich mache ihn alle! Da! Seht ihr ihn? Ihr seht mich doch gar nicht. So, ich sitze fest! Unsere ganze verdammte Gruppe! Ach, komm. Müssen wir es halt doch so klären, wie jedes Mal. Oh, oh, oh. Naja, haben wir das doch auch erledigt. Wie viel will er noch aushalten? So, her mit den Moneten. So. Hier haben wir noch Kohle, danke. Aber es war schon wieder fast geschafft. Hier haben wir auch noch Kohle. Irgendein verrückter Penner namens Philly kommt immer her und schlabbert die Mädels ab. Ich weiß, er hat Geld, aber du musst Mr. Wobby Show sagen, er soll dafür sorgen, dass Philly im Bordell bleibt. Ich habe keine Zeit, mich um diesen Mist zu kümmern. Ja, lass ihn doch ein bisschen an den Mädels rumschlabbern. Ist doch schön. So, egal. Ja, warte mal, wo haben wir denn? Ich drück halt immer noch einen falschen Knopf. Was ist denn nur los mit mir? Gehen wir mal hier hin. Hier wird hier so ein Teil angezeigt. Da hinten irgendwo. Mal gucken, ob ich da noch schnell hinkomme. Natürlich. So, jetzt wollen wir hier hin, ne? Also müssen wir in diese Richtung. Ne, laufen will ich nicht schon wieder. So, hat keiner mitbekommen, sehr gut. Was ist das denn für eine Karre, ey? Kommt gar nicht aus dem Knick. Und die Lenkung ist wie immer sehr wünschenswert. Aber egal. Ich glaube, ich sollte aber vielleicht erstmal jetzt mit dem Waffenhändler hier herrufen. Und vielleicht auch mal hier die, die das Geld aufbewahrt. So, einmal Waffenhändler. Ich brauche eine Lieferung aus dem French Wall. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Sehr gut, mein Freund. Ich verstecke mich, bevor er mich umfährt. Mal mitten auf der Straße ein bisschen, ja klar. Sag mir Bescheid. Okay, zeig, was du auf Lager hast. So, zur Auswahl. Warte mal, Pistolen haben wir. Ausgerüstet, also das, so. Automatische Waffen, Hammer, die hier. Was, Munition voll? Willst du mich verarschen? Die ist ja nicht voll. Ha. Okay. Erhöhe die Treffgenauigkeit aller Automatikwaffen um 30%. Ey, komm, das machen wir mal. Munitionskapazität um 40%. Mach mal. So. Aber trotzdem. Die scheint ja auch nicht schlecht zu sein, ne? Wollen wir die mal ausrüsten? Komm, wir nehmen die mal.
Geh sorgsam damit um. Schau jetzt ab. Mach ich. So, da brauchen wir jetzt auch die alte nicht mehr. Jetzt haben wir eh nur noch 5000 einstecken. Huch, hallo. Ich will nichts machen. Ich bin ein ganz netter Mensch. Na und? Kassier einfach extra. Entspann dich und beiß ins Kissen. Oh, die rennen aber auch alle auf einen Haufen rum, gell? Das geht mir ein bisschen auf den Kranz. Boah, hier könnte jemand eine Dusche vertragen. Ich sag's ja. Ja. Mohohoho. Schnauze, ja, du Pimmel. Nochmal links. Tut mir leid. Ich weiß es nicht. Das wird genau. Ziemlich schnell, ziemlich langweilig. Ja, na und? So, wie macht man das jetzt? Hier kriegt ja gleich jeder alles mit, ist doch scheiße. Da stehen zwei da. La 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 la. Gutes Jagdwetter. Zu spät, um abzuhören, Junge. Wo kommt der Typ her? Versuche, jemanden mit deinem Kaliber an. Alter. Versuche, den Kopf einzuziehen. Irgend so ein Tiger greift uns an. Schick die schweren Jungs. Du bist tot und merkst es nicht. Wow, wow, wow. Heilige Scheiße. Alter, die Waffe geht aber ab wie Schmitzkatze, du. Holla, die Waldfee. Was ist denn da los? Okay. Hätten wir das auch erledigt, ne? Easy Game, Easy Game, Easy Game. Hier ist noch irgendwas. Geld, genau. Verteiler kann. Ach, der ist auf der anderen Seite, okay. Hier oben ist nichts für uns, ne? Oh, doch, hier. Zack, zack. Okay. Ah, da wären wir auch fast schon wieder gestorben, ne? Also, viel hat er nicht mehr gefehlt. Okay, So, wir könnten jetzt mit dem Herald sprechen, wir könnten aber auch noch was anderes machen. Ach komm. Weil es so schön ist. Machen wir das jetzt auch noch hier. Lichter passt auf dem Weg. Kann ich auch hupen, Junge. So. Oh Gott. Ja, ja, ist okay. Jetzt zuckt nicht alle rum hier. Habe ich überhaupt nichts getan, ja. So. Komm mal hier rein, ja, ne? So, okay. Hello. So, hier ist nichts für uns, oder wie? Alter, hier wird doch schon wieder rumgebumst. Mann, oh Mann, schau dir die an. Himmel, erzähl mir jetzt nicht, dass du dich in eine Nutte verknallst. Ist doch eine Schauspielerin, stimmt's? Klar, okay. Schauspielerin. Total kultiviert. Hab sie letzte Woche gesehen, da hat sie bei einem Spießbraten die Sau zwischen zwei Niggern gespielt. Die Polizei, schnell! Sperrt ihr, reißen wir den ab? Sohn gehört mir! Ich rufe Hilfe! Na dann ruf mal Hilfe.
an mich! An mich nicht! Alter, wie viel heilen wir denn aus, ey? Ja, ja. Hey, da ist er! Unser Blut wurde vergiftet. Oh shit! Ich muss nach! Er gehört euch, Junge! Fuck, fuck, fuck! Ich hab nichts mehr zum Heilen. Für das sich zu leben lohnt. Weißt du das? Oh, da ist noch der andere. Den wir ja eigentlich töten sollen. Komm, ich stell mich an seine Wand. Ein paar letzte Worte. Heilige Scheiße, ey. Das hätte jetzt mächtig in die Hose gehen können. Hier ist noch ein Zettelchen für uns. Beziehungsweise eine Notiz. Hallo Mama, ich wollte dir nur mitteilen, dass es mir gut geht. Ich habe einen Regisseur kennengelernt und er will mit mir in seinen nächsten Film eine Rolle geben. Aufregend, was? Ich rufe am Sonntag mal an. Alles Liebe, Debbie. Ja, ein Film. Was für ein Film wissen wir wahrscheinlich alle, ne? Schön ficky, ficky, lecky, lecky, blablabla. Geil. Richtig geil, Alter. Schön die alte weggeknallt, ne? Hier, da siehst du. Oh, jetzt habe ich das gute Equipment drunter geworfen. Wenn das nicht Ärger gibt, naja, egal. Was soll's. Okay. Haben wir das ja gerade so noch hingekriegt. So, haben wir hier irgendwas? Hier wird mir irgendwas angezeigt. Keine Ahnung. Wir gehen einfach weiter. Immer noch sterben. So, jetzt könnte man noch hier den Zuhälter befragen und hier auch noch, ne? Was ist hier nochmal? Finde und zerstöre die Pornofilme. Ach komm, ey, die guten Pornofilme. Kann ich doch nicht machen. Das geht nicht. Wirklich nicht. So. Alter, was ist denn da drin los? Das sind übelste Gegner. Warum? Ich wollte gerade eigentlich die Schussweste holen, aber ich weiß nicht, ob die da mich sehen. Ich lasse es lieber. Wow. Ich brauche auf jeden Fall Medizin. Also muss man nochmal den Waffenhändler ranholen. Der hat ja Gott sei Dank sowas auch. Oh. Vorsicht. Kannst du mir einen Nachschub rüberschicken zum French Ward? Bin gleich da. Geile Karre, Kumpel. Aha. Muss nicht deswegen stehen bleiben. Wolltest du mal gesagt haben? Irgendwas dabei, was du brauchen kannst. Irgendwas dabei, was du gebrauchen kannst. Nachschub. 5 Adrenalinspritzen. Ach komm, her mit dem Ding. Unser Deal ist abgeschlossen. Du weißt, wie du mich finden kannst. Natürlich. So. Klingt so, als hätte Handsome Harry wirkt etwas aufgeregt. Anscheinend vergeht sogar seiner Kundschaft die Lust, wenn auf sie geschossen wird. Ist er zurück im Bordell? Er nennt es lieber En Bel Jardin, wie der Blumenladen nebenan. Aber ja, dort ist er. Vermutlich auf der Suche nach ein paar Titten zum Ausheulen. Sie sind ein kranker Penner, Corley, aber danke für die Hilfe. Ich glaube, dass der hübsche Handsome Harry vielleicht gar nicht mehr so hübsch ist, wenn sie mit ihm fertig sind. Gibt es eben solche Probleme? Ja, das kann durchaus sein, dass er dann ein bisschen anders aussieht. So, dann wollen wir mal dahin. Ja, wo waren das denn, Junge? Vorsicht, meine Herren, du. Also einfach auf die Straße da. Weib.
sind wir wieder hier. Waren wir hier überhaupt schon mal? Hey, du! Oh, ja, das war ja blöd. So geht das. Einfach rein und zack die Bohne. Huch, abbrechen. Hi. Na, Süße, hast du Bock oder was? Gott verdammt, was war das? Oh, schon wieder Titten. Überall Titten, ey, was ist denn da los? Was hat der Krach zu bedeuten? Komm jetzt her hier. Das arme Schwein hat es nicht kommen sehen. Ja, jetzt schifft euch mal nicht ins Hemd, Mann. Der hat's verdient. Was, das war nicht mit Absicht? Ja, natürlich, ich bin mit dem Messer ausgerutscht und genau in seinem Hals gelandet. Aber na sicherlich. Entschuldigung, das war nicht meine Absicht, dass ich sie umgebracht habe. Will sich da jemand mit mir anlegen? Jo. Schon. Autsch. Entschuldigung, das war wieder nicht meine Absicht. Aber hey. Alles wird gut. Ich habe da drüben was gehört. Hey, wer kommt denn jetzt an? Ja, da. Ja, er kann mich durch die Tür und durch die Wände sehen natürlich, ne, Leute? So ein bisschen. Aber manchmal wünschte ich mir, es gäbe hier nicht so viele davon. Komm jetzt her, Mann, und komm mal ein bisschen aus dem Knick hier. Mann, Mann, Mann. Hä? So. Leichensammlung hier. Was mit dem Wachposten eigentlich? Hat er auch Bock, oder was? Der will auch hier, komm. Komm. Butt. Na komm jetzt. Zack. Ha, so geht's natürlich auch, ne? Sollen wir jetzt erstmal ein bisschen hier Ruhe, oder wie sieht das aus? So einen guten Witz. Es sind aber auch mächtig viele unterwegs. Diesmal war es Little Steve. Oh, warte mal, den kriegen wir. Der Mädchen unterwegs. Wie viele sind das jetzt? Was zur Hölle geht hier vor? Was Großes und Beschissenes, das geht hier vor. Hab gehört, dass Onkel Lou Handsome Harry angerufen hat. Hat ihm gesagt, wenn er damit nicht aufhört, verfüttert Lou ihn an die Alligatoren. Leck mich. Halt die Augen offen. Ich hab was gehört. Ich auch. Eine Pfeife. Pfeife mit 3F. Und tschüss. Ist das nicht ein Spaß? So, ist hier einer oben? Ja, Tatsache. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Er mag es nicht, wenn er seine Tränke sich anschaut. Läuft ja gerade richtig gut, würde ich sagen. Ne? Ich will es aber nicht beschreien. Eine Art Explosion in der Nähe vom Schrottplatz. Vielleicht war das nur eine Fehlzündung oder sowas? Oh, schönes Ashler hat die hier. Ne? Nice. Scheiße, was war das? Soll ja noch heißer werden, was man so. Na komm. Beweg dich. Könnte jemand eine Dusche vertragen? Ich sag's ja. Ich nicht. Also ich riech gut. So, die anderen sind unten, außer der da drüben, der steht gegenüber von dem Fenster da. Müsste ich doch hier lang eigentlich dorthin kommen, ne? Bilde ich mir das nur ein? Ich wüsste weh, Mann. Muss mich gleich mal setzen. Der da unten kommt jetzt auch hoch, oder was?
Oh, da drüben sind noch welche. Das sind aber auch eine Menge, ey. Der könnte eigentlich mal hier rüberkommen, das wäre cool. Oh? Tut er das jetzt wirklich? Ach komm. Hast du das auch gehört? Ja, habe ich gehört. Ich war's ja auch. So. Da drüben steht auch noch ein Wachposten eigentlich. Schluss mit den verdammten Ausreden. Wir versuchen es in dem Bereich. Schlimmer, wie viel diese Kerle uns bezahlt haben. Eine Menge? Eine Menge? Verdammte Scheiße, das ist die Untertreibung des Jahres. Du hast uns immer gesagt, wir sollen sie gewähren lassen. Das heißt nicht, dass die Mädchen umgebracht werden dürfen, verdammt. Ich weiß, was du meinst. Den habe ich gerade jetzt hochlaufen hören. Jetzt kommt er her. Dann kriegt man den A gleich noch weg hier. Hä? Warum kann ich den jetzt nicht töten? Nein. Wollte es gerade sagen. Ah, den hat er erledigt, oder was? Geil. Kann ich den eigentlich auch überwältigen, oder geht das nicht? Nur die Ruhe. Ich will keinen Ärger. Ärger? Hier gibt's keinen Ärger. Sechs Geschäfte gesichert. Ah, klar, da wo die meisten Gegner sind, schaffen wir es auf einmal lautlos. Egal. So, alle Fahrzeuge sind widerstandsfähiger gegen Aufprall und Beschuss. Das ist natürlich geil. Ist schon nicht schlecht. Bah. Entschuldigung. Verbessere Spitzentempo und Beschleunigung aller Fahrzeuge deutlich. Alle Reifen vom Fahrzeug sind jetzt völlig schusssicher. Das ist natürlich auch nice. Das ist schon geil, oder? Ich glaube, wir nehmen das. Komm, wir nehmen das. Burke wird sich freuen. Ich brauche Rückendeckung. Wenn ich das French Ward sichern soll, brauche ich mehr Leute. Kannst auf mich zählen, Junge. Und ich kann mich hoffentlich darauf verlassen, dass du dich beim nächsten Bezirk revanchierst. Na los. Wir wollen doch auch weitermachen hier. Ich wusste monatelang nicht, dass Lincoln das Massaker bei Sammy überlebt hatte, und ich wusste auch nichts von seinem Krieg gegen Sal Marcano. Das FBI hatte keine Akte über Lincoln Clay und ich hatte keine Ahnung von seiner Militärausbildung. Das war ja alles Geheimsache. Sonst hätte ich natürlich nach dem Tod von Richie Doucette 1 und 1 zusammengezählt. Tja. Überraschung. So, warte mal, hier hängt noch ein Poster, das habe ich genau gesehen. Bin ich jetzt in einem anderen Raum? Ey, wo ist denn der Raum? Ach, wir sind am Eingang. Nee, warte mal, falsche Richtung, die Richtung muss man. Jetzt muss ich nochmal zurückdappen, ey, willst du mich verarschen? Eigentlich muss ich nach oben. Besonders wenn man bedenkt, wie lange ich im Ausland war, verstehe ich das absolut. Aber davon hier lang, da wenig. Lang. Sie war meine erste große Liebe, das werde ich nie vergessen. Hier drüben. Können Sie nicht langsam diese dämliche Metzger-Werbung runternehmen? So. Der Typ ist mausetot. Hier war's. Hier haben wir noch das Geld von den Typen, hier haben wir noch das. Und hier noch einen schönen Geldbatzen. Hier ist aber noch mehr, warte mal. Wo denn? Ne, warte mal, hier drüben. Entschuldigung. Ja, was ist denn das? Bibel oder was? Aha. Repent-Magazin. Hier ist auch noch Kohle für mich.
So, das dürft's gewesen sein. Ich müsste mal dringend auf die Toilette. Es kommt davon, während des Zockens immer noch so viel säuft nebenbei, ey. Fürchterlich. So, wie komme ich denn jetzt hier raus? Oh, warte mal. Eine Schussweste brauche ich ja nicht gerade. Scheiße. Was ist sie denn? Lol. Okay. Hier laufen hier nur solche Miezen rum. Die laufen alle halb nackt rum, okay. Sag mal, bin ich denn total blöd im Kopf? Komme ich hier vielleicht raus? Ja, gut. Schönen guten Tag, die Herren. Komm, wir lassen uns mal ein Auto bringen. Natürlich ein Sportwagen, oder? Oder ein Exote? Komm, wir nehmen mal den hier. Schick mir eine neue Karre ins French Ward. Ei, ich bring ihn dir sofort rüber. Ich versteck mich lieber, weil der fährt einen ja wirklich gerne mal um. Der Vollidiot. Wo bleibt er denn? Ach, da. Oh, schönen Roh, das ist doch schön. Uiuiuiui. Mit dem könnte man ja mal ein Rennen fahren. Ey. Na komm, steig aus, Keule. Einmal Auto, wie bestellt. Danke. Das ist eine große Hilfe. Alter, klingt die nice.